Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und ich habe hier ein wunderschönes Paket vor mir liegen und mache heute mit euch mein allererstes Unboxing. Für alle, die sich jetzt fragen, so, was zum Teufel ist das? Das ist im Grunde das Auspacken eines Pakets gemeinsam. Was ich daran echt schön finde, ist, dass ihr mit mir zusammen sozusagen eine Bücherbox entdeckt und ich habe sie wirklich noch nicht aufgemacht und ich werde das jetzt alles gleich mit euch zusammentun und wir werden zusammen entdecken, was da alles drin steckt. Ich kann euch sagen, von außen sieht es auf jeden Fall schon mal richtig, richtig schön aus. Ich werde auch ein paar Fotos oder vielleicht sogar ein Video machen und das eben dann entweder bei mir auf Facebook oder auf Instagram hochladen. Also sucht mal nach Podcast Bücherreich auf den beiden Kanälen, wenn euch das interessiert. Und genau, was ist das überhaupt für eine Box? Das ist eine Bücherbox. Ich war lange auf der Suche jetzt schon nach einer Bücherbox, die man eben ja regelmäßig abonnieren kann. Es hat so ein bisschen so diesen Touch von Weltbild damals. Das heißt, dass man eben eine Art Abo abschließt und dann eben zum Beispiel monatlich ein neues Buch bekommt. In diesem Fall, glaube ich, wird es deutlich mehr dem Geschmack entsprechen. Also es ist so, oder ich persönlich empfand das damals bei Weltbild immer so, dass man hat eben irgendwie, oder nee, Club Bertelsmann, merke ich gerade, ist das eigentlich. Da hat man halt irgendwie, ich sag mal, eine Schmonzette zugeschickt bekommen und musste dann dafür noch das Hardcover-Geld bezahlen. War jetzt nicht so ausgefallen, also oder ausgefeilt, das Prinzip. Und die Bücherboxen haben eben den Vorteil, dass sie zu einem bestimmten Genre meistens irgendwie Bücher beilegen. Im Falle der Schmökerbox, die ich jetzt hier gratis bekommen habe, ist das eher in Richtung Erwachsenenliteratur. Es gibt natürlich auch noch diverse Boxen, wo man eben englische Sachen bekommt oder eben Jugendliteratur, Fantasy gibt es relativ häufig. Es gibt also wirklich einen riesen Dschungel von Bücherboxen, habe ich in meiner Recherche festgestellt. Und die liebe I Am Jane hat das in drei, glaube ich, Postings zusammengetragen, was ihr so unter die Nase gefallen ist. Kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, habe ich in der Episodenbeschreibung hier einmal verlinkt. Könnt ihr also auch draufgehen, wenn ihr auf bücherreich.net seid. Ist das auch zu finden, falls ihr noch weitere oder einfach mal eine Übersicht haben wollt, weil ehrlich gesagt, mir fiel es auch sehr, sehr schwer, mich zu orientieren in diesem gesamten Dschungel. Aber auf jeden Fall hat der Vorteil, den man hier bei den Bücherboxen auch hat insgesamt, ist, dass man eben meistens nicht nur ein Buch bekommt, zugeschickt bekommt, sondern meistens ist das richtig schön aufgemacht. Das Paket selber sieht toll aus. Der Inhalt ist nochmal mit so Goodies, also oftmals auch lesebezogenen kleinen Zusätzen, wie irgendwie eine schöne Teesorte, eine Kerze, die irgendwie einen Bezug zu einem Buch hat, ein Lesezeichen mit einem Zitat irgendwie drauf, also alles Mögliche noch, was man sonst so bekommen kann. Und das finde ich einfach eine coole Sache. Viele, viele von diesen Bücherboxen sind leider nur, ich sag mal, sitzen irgendwo in den USA und die kann man dann zwar international bestellen, aber dann hat man gleich Versandkosten bis zum geht nicht mehr. Und ich muss auch sagen, viele von den deutschen Buchboxen kommen mir irgendwie ein bisschen, wie nennt man das, ein bisschen unprofessionell vor. Also es gab noch eine Fantasy-Box, die mich auch interessiert hätte. Allerdings habe ich, diese Website hat mich dermaßen abgeschreckt, ehrlich gesagt. Und dann bin ich auch auf die Schmökerbox gestoßen, eben auch durch diesen Artikel von I Am Jane. Und ich muss sagen, die Instagram-Fotos, die es dazu gibt und auch die Webseite haben mich total überzeugt. Ich finde, es hat einfach ein ganz frisches, jugendliches Design. Es ist total schön. Und auch was ich so gesehen habe an Goodies aus den bisherigen Boxen, muss ich echt sagen, hat mein Herz angefangen zu schwärmen. Unter anderem auch in der Mai-Box, da war auch ein Buch drin, was ich so gerne gelesen hätte, was ich wirklich schon seit, glaube ich, 2017 durch irgendeinen amerikanischen Podcast auf dem Lesewunschzettel hatte und bis heute noch nicht gekauft habe. Da habe ich mich, was heißt geärgert, aber ich habe so gedacht, oh Mensch, die Box hätte ich auch super gerne gehabt, als ich das dann hinterher gesehen habe, was da drin war. Und zwar war das von Britt Bennett, Die Mütter. Und dazu gab es noch allerlei schöne Sachen, irgendwie so ein Glas, wo man irgendwie, oder ja, so ein Glas, was so aussieht wie so ein Frischhalteglas, wollte ich gerade sagen, so ein Einmachglas, wo oben dann so, fast so wie so eine Spardose, mein Gott, Wortfindungsstörung, was im Grunde eine Spardose ist. Genau, und also ganz, ganz tolle Goodies, die da noch mit bei sind. Ich arbeite jetzt mit der Schmökerbox zusammen für diese Episode. Das heißt schlussendlich, dass ich eine Schmökerbox gratis bekommen habe, quasi als Rezensionsexemplar, wie ich das bei anderen Büchern eben auch habe.
Und ich bekomme aber darüber hinaus kein Geld dafür, dass ich jetzt diese Box quasi vorstelle. Dementsprechend, das wollte ich nur einmal transparent gemacht haben und gesagt haben. Ich finde es einfach super spannend und ich finde das auch, das scheint eine relativ neue Box zu sein. Jedenfalls von dem, was ich so gesehen habe. Und ich finde das, ja, ist einfach auch schön, wenn man innerhalb der Buch-Community einfach mal Sachen teilt, die irgendwie Freude bringen, ehrlich gesagt. Deswegen mache ich das. Und jetzt werden wir direkt reingehen und ich werde dieses Paket mit euch zusammen auspacken und wir gucken mal, was drin ist. Es könnte jetzt teilweise ein bisschen hintergrundlauter werden. Ich hoffe, ich kriege das ganz gut geschnitten. Das Paket ist offen. Oh ja, Dear Twenties ist das Motto. Liegt also so ein Zettel auf mit Dear Twenties und das erwartet dich in deiner Schmökerbox Juni 2018. Ich hoffe, es war... Nee, ich glaube, vielleicht lese ich das mal später. Ich weiß nicht genau, ob das spoilert. Oh, schön. Jetzt ist hier noch so ein Papier darüber, so ein Wachspapier und Schmökerbox ist quasi als Sticker oder als Aufkleber da drauf. So, im selben Design wie die Karte eben gerade war, ist jetzt eine große Mappe zu finden. Das sind sowieso Muscheln in so golden. Oh, schön, das ist so, ach geil, das ist Briefpapier und dazugehörige Umschläge. Alles in diesem goldgelben Design. Wie gesagt, schaut mal bei mir auf Instagram vorbei, dort werde ich das auch alles schick nochmal präsentieren. Total schön, das hat so einen Ocker- bis Goldenton. Richtig hübsch. Und dann das, oh, auch schön. Das Papier hat hinten drauf quasi auch komplett diese Ockermuscheln. Und vorne ist dann eben alles weiß und man kann es beschreiben. Richtig toll. Finde ich super. Das sorgt dann dafür, dass man doch mehr nochmal Briefe schreibt vielleicht. Das ist doch toll. So, jetzt haben wir hier die große Box und gleich oben auf liegt ein Lesezeichen, da steht Sylvie goss den Champagner ein und erhob ihr Glas. Auf das Glück. Seit 323 Kenya Valley. So, und hinten drauf steht nochmal schmoekabox.de und dein Löffelchen voll Lesezucker. Das ist deren Motto. Also hier haben wir schon mal ein Lesezeichen, was auch eben in diesem Ocker-Muschel-Design ist. Und hier ein bisschen Füllmaterial. Oh, cool! Hier sind noch Seed Bombs, ein Kügelchen Natur für alle Blumenkinder, Naturfreunde und Kleingärtner. Weit geworfen, heimlich fallen gelassen oder bewusst platziert, Seed Bombs entfalten bereits nach kurzer Zeit ihre bunte Pracht. Jede Samenkugel enthält über 20 bunte Wildblumenarten. Made with love by der Stadtgärtner. Oder nee, die Stadtgärtner, sorry. Werfen, warten, freuen. Ach süß, Wildblumen sind das. Und das ist... Was steht da? Viele Monate haltbar. Ja, herzlichen Glückwunsch. Zutaten, Erde, Ton und heimisches Saatgut. Cool. Muss ich mal aufmachen. Jo. Sieht aus wie ein Klumpen Dreck. Aber super, schön. Das finde ich toll. Vor allem in Hamburg. Da kann man das einfach echt mal so ein bisschen Guerilla-mäßig irgendwo hinschmeißen. Cool. Finde ich richtig gut. Ich liebe ja Gärtnern. So, was haben wir hier noch? Das ist ja auch toll. Das ist ein... Mini-Tonkrug mit einem Korken zum Verschließen und einem Herz, was da reingefräst wurde. Es ist von Rader. Sagt mir jetzt so nichts. Und es ist ganz schön klein. Also das ist nicht ganz, naja, vielleicht so ungefähr so hoch wie mein Daumen. Ja, spannend. Da muss ich echt mal überlegen, was ich da Schönes reinfülle, ehrlich gesagt. Vielleicht so ein bisschen Schmuck oder so. So, dann... Und das ist wirklich eine Besonderheit auch dieser Bücherbox. Das habe ich, glaube ich, woanders noch nirgendwo gesehen. Ist hier richtig süß, etwas sehr Rundes verpackt. Ich werde da jetzt auch nicht wahnsinnig viel mit versuchen, das aufzumachen oder zu ertasten, was es denn ist. Denn es steht drauf Seite 70. Und wie gesagt, das habe ich bei sonst keiner anderen Bücherbox gesehen bisher. Das hat quasi was mit dem Buch zu tun, beziehungsweise wenn du eben in diesem Buch, was beiliegt in dem Monat, auf der entsprechenden Seite bist, die draufsteht, dann darfst du es erst auspacken. Und dementsprechend lege ich das jetzt erstmal zur Seite und bin super gespannt, was auf Seite 70 passiert, dass das eben dabei ist. Und ich glaube, das war es auch schon bis auf das Buch. Aha, da ist es.
So, das Buch ist auch in so einem braunen Packpapier eingepackt mit so einer total süßen weiß-blauen Kordel, wie das kleine Geschenk dazu auch von Seite 70. Und steht ein großer Aufkleber mit Schmökerbox nochmal drauf. Ich will jetzt einmal nochmal durch die Späne, dass ich auch nichts übersehen habe. Habe ich nicht, wunderbar. Und dann öffnen wir jetzt mal das Buch, beziehungsweise, oh, sieht eigentlich so schön aus. Eigentlich müsste ich das gleich mal nochmal fotografieren. So, jetzt mal vorsichtig von unten auf. Das ist ein Hardcover. Ja, nützt nichts. Das ist jetzt, jetzt kann ich es auch zerreißen. So, und zwar... Oh, cool, Flamingos sind da drauf. Cat Gordon, Kenya Valley. Interessantes Cover auf jeden Fall. Es ist, wie gesagt, ein Hardcover und es ist mitten in der Mitte so ein Sektkelch da drauf. Oder, naja, eher so ein Cocktailglas mit sprudeligem Inhalt. Dann oben ist ein rauchender Schimpanse abgebildet und dann ist es spiegelgleich quasi, oder naja, fast. Dann sind noch so zwei Flamingos da drauf und auch ein Zebra und auch so eher afrikanisch anmutende Blätter. Das heißt, mit Kenya Valley, ich kombiniere, wird es wahrscheinlich in Afrika spielen. Und die Inhaltsangabe ist, Theo wahrscheinlich kommt in den 20er Jahren mit seiner Familie aus England nach Kenia. Dort lernt er den viel älteren Freddy und dessen Geliebte, die wunderschöne Sylvie, kennen, die ihn vom ersten Moment an faszinieren. Ihre exzentrische Welt wird auch sein Zuhause, ein Leben voller Glamour, Affären, Drogen und Partys. Doch am Ende muss Theo entscheiden, was der einzig richtige Weg ist. Eine bewegende Geschichte über Freundschaft, Treue und Betrug vor dem schillernden Panorama Kenias der 20er und 30er Jahre. Cool. Das ist ein Roman aus dem, jetzt muss ich mal gerade gucken, Atlantikbücher Verlag. Das ist wohl scheinbar ein Unterverlag von Hoffmann und Kampe aus Hamburg. Und es ist, ich hatte davon noch nie gehört, hat ungefähr 430 Seiten. Cat Gordon, die Autorin, sieht relativ jung aus. Cat Gordon hat lange Ostafrika bereist und ein Jahr in Kenia gelebt. Sie studierte englische Literatur in Oxford und machte ihren Master in Creative Writing am Londoner Royal Holloway College. Ihr Debüt, The Artificial Anatomy of Parks, erschien 2015 bei Legend Press und war auf der Shortlist für Not the Booker. Sie lebt in London. Jo. Hört sich interessant an. Ich habe relativ wenig Bücher über Afrika, deswegen finde ich es super cool. Und das Cover spricht mich auf jeden Fall auch an. Und ich hätte wahrscheinlich sonst nie dazu gegriffen, so von mir aus. Deswegen super. Ich bin total begeistert. Der erste Inhalt hat mir wirklich gut gefallen. Ich glaube, am liebsten mochte ich die Seed Bombs, weil ich die auf jeden Fall irgendwo platzieren werde, wo ich täglich dran vorbeifahre und ich das einfach sehr aufregend finde gerade. Das Buch ist auch super, weil wie gesagt, da hätte ich jetzt wahrscheinlich von selbst nie nachgegriffen. Ich muss mal gerade gucken, ob jetzt hier auf dieser Beilegekarte noch was Schönes steht, weil da wollte ich erstmal selber entdecken. Und zwar steht da drüber, das erwarte dich in deiner Schmökerbox Juni 2018. In der Junibox wird es bei uns extravagant, dekadent und dennoch auch traditionell und heimatverbunden. Diese beiden Gegensätze kannst du mit uns in Kenya Valley aus dem Atlantic Verlag erleben. In dieser faszinierenden Coming-of-Age-Geschichte reist du in die 20er und 30er Jahre in der Kolonialzeit Kenias. Doch neben Partys, Exzessen und Affären des berühmten Happy Valley Sets existiert auch das reale Leben der Menschen in Kenia. Damit du dich selbst entscheiden kannst, welcher Fraktion du angehört hättest, aha, dem Partyvolk oder den Heimatverbundenen, haben wir dir einige tolle Goodies in die Box gelegt. Ah, jetzt macht das auch Sinn. Okay, also die Seedbombs sind dann wahrscheinlich eher so die Heimatverbundenen, die Erdverbundenen. Und das Briefpapier zum Beispiel ist eher dekadent vielleicht. Interessant. So, was haben wir hier? Das Gewürzfläschchen. Ah, okay, das Gewürzfläschchen von Reda steht für die vielen tollen Gewürze Kenias. Macht Sinn. Die Atmosphäre dort und die Märkte. Mit der Seedbomb von die Stadtgärtner kannst du auf deinem Balkon oder im Garten Wildblumen pflanzen und dich dabei genau so darüber freuen wie Mord über ihren Garten. Damit du auch so leidenschaftliche Briefe an deine Freunde und Familie schreiben kannst wie Silvi an Theo, an Theo, haben wir dieses Mal einen ganz besonderen Lesezucker für dich. Eine Aufbewahrungsmappe, Briefpapier und Umschläge, alles im Stil der 20er Jahre. In deiner Box hast du noch ein verpacktes Geschenk gefunden, auf dem eine Seitenzahl steht. Lass dich darauf ein und gedulde dich, bis du Seite 70 erreichst. Dann darfst du es aufmachen und die Dekadenz der 20er Jahre genießen. Viel Spaß beim Schmökern, dein Schmökerbox-Team. Ja, cool. Das hat auf jeden Fall nochmal geholfen zu wissen, was jetzt dieses Tongefäß ist. Da kann man als Gewürze reinmachen. Das finde ich super. Ich habe relativ viele Gewürze und das sieht echt süß aus. Cool. Also das war wirklich eine tolle Box und ich bin auf jeden Fall versucht, da längerfristig einzusteigen und ja, ich finde, es ist absolut lohnenswert. Ich glaube, die Box kostet um die 40 € pro Monat.
Man kann es aber auch individuell und einzeln bestellen. Also ich glaube, man muss nicht direkt ein Abo für das ganze Jahr irgendwie abschließen, sondern man kann das eben auch auf Monatsbasis machen, wenn einem eben das Motto vielleicht auch gefällt oder wenn es mal in dem einen Monat vielleicht ein bisschen knapper ist oder so, dass man es eben pausieren kann. Aber grundsätzlich, ich finde es echt eine super, super Möglichkeit. Und wenn ihr Bock habt, dass ich vielleicht noch andere Bücherboxen mal vorstelle, dann schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare bei Facebook oder halt auch immer auf dem Blog unter bücherreich.net. Da würde ich mich sehr freuen. Gucke ich nochmal nach einer anderen Box oder auch zwei und das auch mal für euch auspacke vor laufender Kamera, wollte ich gerade sagen. Vor laufendem Mikrofon. Ja, auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Dann bis nächstes Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.